Die Musikerin Ronja Malzahn wurde von Fridays for Future Hannover ausgeladen, weil sie als weiße Frau Dreadlocks trägt. Dreadlocks wurden erst durch die Versklavung schwarzer Menschen aus Afrika und Indien in die USA gebracht, wo sie später in Bürgerrechtsbewegungen schwarzer Menschen zum Widerstandssymbol wurden. Nun fand ich es sehr schade, dass wir von Fridays for Future auf eine derartige Art und Weise ausgeladen wurden, am Freitag nicht spielen zu dürfen, weil das Thema meines äußeren Erscheinungsbildes, meine Dreadlocks und meine helle Hautfarbe, anstößig sind für das Thema der Cultural Appropriation. Der Sängerin zufolge hatte die Initiative ihr mitgeteilt, sie dürfe nur dann auftreten, wenn sie bis dahin ihre Dreadlocks abschneide. Eine spontane Absage mit der Begründung, ein antikolonialistisches und antirassistisches Narrativ zu setzen, erhielt die Künstlerin nur wenige Tage vor ihrem Auftritt. Eigentlich ist Fridays for Future eine Organisation, von der ich eine Menge halte. Eine Menge junger, intelligenter Aktivisten, die für ganz tolle Themen einstehen, für die ich auch persönlich als Privatperson, aber auch mit meiner Kunst einstehen möchte. Und ich möchte dieses Thema in keinster Weise ausarten lassen in eine Art Shitstorm oder in irgendeine Art Schlechtmachung dieser Organisation, in irgendeine Form von Streit. In der Stellungnahme der KlimaaktivistInnen heißt es dazu: Es war nicht okay, wie wir formuliert haben, dass durch ein Abschneiden der Haare ein Auftritt bei uns wieder möglich wäre. Zunächst ist es uns wichtig, klarzustellen, dass wir hinter unserer Entscheidung stehen. Trotzdem möchten wir uns offiziell bei Ronja Malzahn entschuldigen. So hieß es im offiziellen Statement. Vielmehr möchte ich euch alle dazu einladen, reflektiert zu diskutieren und miteinander ins Gespräch zu kommen und das auf eine respektvolle Art und Weise. Denn ich finde, das Thema Diskriminierung, wo fängt das an, wo hört das auf, ist ein ganz wichtiges Thema, wo wir uns alle mit auseinandersetzen sollten und wo es total entscheidend ist, mit wie viel Kontext wir uns begegnen.